Und ich denke auch die Leute, die noch nie in Final Fantasy gespielt haben und jetzt zum ersten Mal Final Fantasy X bei mir sehen, und davon gibt es einige, das habe ich schon gehört, ihr habt euch schon gemeldet, die werden jetzt wahrscheinlich verstehen, warum Final Fantasy doch so ein großer und beliebter Name ist. Und warum, wenn man das Richtige greift, die Grenze zwischen einem guten Film oder guten Spiel fließend verschwimmen kann. Und stellt euch dann noch vor, dass Final Fantasy X meiner Meinung nach noch nicht mal das Beste aller Final Fantasies ist. Es geht noch besser. Die Spielewelt ist groß. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Und das Let's Play hat euch gefallen. Und wenn ihr drüber nachgedacht habt, euch mit der Final Fantasy Reihe selbst auseinanderzusetzen und eine PlayStation zu kaufen und sie selbst zu spielen, ich hoffe doch, die Entscheidung ist damit jetzt gefallen. Die Reihe verdient es auf jeden Fall. Einige mehr, andere weniger, aber jedes für sich. Suteki Dane, da steht's. So heißt dieses Lied, das wir jetzt hören. Otherworld war die Titelmelodie im Intro, die auch in dem Bosskampf gegen Jack war. Und The Hymn of the Faith, das Lied der Astra, haben wir 100-mal gehört, ist aber trotzdem gut. Und die Sprecher für die englischen Stimmen. Ja, Jack schreibt man im Englischen mit CH, spricht's aber gleich aus. Das ist in Final Fantasy des Öfteren gemacht worden, dass ein Name umgenannt wird, aber so, dass er phonetisch im Deutschen genauso klingt wie im Englischen. Oder sehr, sehr nah daran. In Final Fantasy VIII ist das mit Zell und Xell auch schon mal so gemacht worden. Als würde man im Kino sitzen und will nicht aufstehen. Man will nicht, dass der Film zu Ende ist. Aber gut, das kann ich mir vorstellen. Oder um genau zu sein, ich kann es mir nicht vorstellen, was da drin steckt, technisch dahinter.
Ich danke euch fürs Zusehen. Das war's aber leider. Bis zum nächsten Spiel. Bye bye.